In diesem Video möchte ich euch den Echtzeitrenderer Twinmotion vorstellen. Das ist ein Programm, in dem können wir ArchiCAD-Modelle rendern, animieren und vor allen Dingen auch noch mit weiteren Dingen ausstaffieren. Wir können die Modelle dort texturieren, also ihnen dort realistische Materialien zuweisen. Wir können sie beleuchten etc. Also alles das, was ein Renderprogramm macht. Es gibt drei sehr angenehme Renderprogramme für uns. Das sind Lumion, Enscape und Twinmotion. Alle drei funktionieren über Plugins, über die wir unsere BIM- oder CAD-Modelle quasi live in diesen Renderern anschauen können. Zwei davon sind nur für Windows, das sind Enscape und Lumion, deswegen konzentrieren wir uns auf Twinmotion. Twinmotion ist ein Abfallprodukt, könnte man sagen, von der berühmten Unreal Engine. Das ist ein Programm, mit dem man Computergames machen kann. Und wir haben hier quasi das Render-Tool, die Render-Abteilung dieser Unreal Engine, plus noch so ein paar Möglichkeiten der Beleuchtung, der Staffage und so weiter. Wir haben dann Modelle, durch die wir uns durchbewegen können mit der Tastenkombination WASD. Alles sehr angenehm, sehr intuitiv. Dieser Renderer kostet nichts, ist für Mac und Windows verfügbar. Wir können das umsonst benutzen, das ist auch sehr angenehm. Das ist eine Educational License, die wir benutzen können. Wir sind auf der Seite twinmotion.com. Wenn ich jetzt auf Download and Try klicke, komme ich auf diese Seite. Es kann sein, dass ihr euch dazwischen noch registrieren müsst bei Epic Games. Epic Games ist der Hersteller von Twinmotion und Unreal Engine. Wie gesagt, das kostet nichts. Auch die Registrierung bei Epic Games kostet nichts. Dort gebt ihr eure E-Mail-Adresse und ein Passwort an und dann müsste das funktionieren. Ich habe es jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, weil das bei mir schon länger her ist. Ich bin auch schon hier eingeloggt, wie man sieht. Jedenfalls, wenn das passiert ist, kommt man auf diese Seite und dort sehen wir diese drei Varianten. Free Trial, Education License und Commercial License. Logischerweise wollen wir die hier haben. Wir sehen, dass wir hier nichts weiter an Einschränkungen haben, außer dass wir es nicht für kommerzielle Projekte benutzen sollen. So, dann klickt man da drauf, Download Now, kommt auf diese Seite. Dort wird nochmal darauf hingewiesen, dass man es für beide Plattformen haben kann, dass man eine relativ kräftige Grafikkarte braucht. Ich muss sagen, meine eigene ist jetzt auch nicht so Monster ausgestattet. Ich habe ja ein MacBook Pro M1, aber es reicht. Hier sieht man, dass es 15 Minuten braucht zum Runterladen. Okay, das werden wir gleich noch merken. Dann zunächst mal muss man Folgendes machen, und zwar bevor man Twinmotion installiert, muss man den Epic Games Launcher installieren. Das ist so ein Hilfsprogramm, könnte man sagen, so ein bisschen wie bei Creative Cloud. Dort bekommt man dann Zugang zu Twinmotion und kann es sich dort herunterladen. Also das muss man quasi zuerst machen, dann lädt man sich den runter, installiert den, das geht relativ fix. Und dann öffnet man diesen Launcher. Ich zeige mal, wie das aussieht. Das dauert durchaus ein bisschen. Dieser Epic Games Launcher, das Programm, geht auch erst auf, wenn man sich eingeloggt hat mit seinen Daten. Dann haben wir hier oben so 5 Reiter. Der einzige, der uns interessiert, ist Twinmotion. Man kann auch die Unreal Engine installieren. Die ist übrigens auch umsonst für uns. Aber wie gesagt, damit arbeiten wir jetzt ja gar nicht. Dann seht ihr hier diese Seite von Twinmotion. Dort steht bei euch Install. Und das müsst ihr natürlich erstmal machen. Also ihr müsst die installieren. Wir sehen hier, dass wir hier so eine Liste haben von den Versionen. Wir wollen bitte mit der allerneuesten arbeiten. Deswegen achtet darauf, dass das da auch steht. Das steht da aber in der Regel auch und dann klickt ihr hier drauf und sagt installieren. Dieses Installieren dauert ein bisschen. Wir haben eben gelesen 15 Minuten und irgendwann ist es aber dann trotzdem installiert. In dem Augenblick könnt ihr auf Launch klicken und dann startet das Programm. Wenn ihr das erstmal gemacht habt, könnt ihr Twinmotion auch einfach so starten, denn es ist ein ganz normales Programm. Das muss man nicht mehr über diesen Epic Games Launcher machen. Nur aber installieren mussten wir es darüber, deswegen ist das jetzt hier auch offen. Später dann könnt ihr das einfach ganz normal starten. Ihr braucht dann dieses Ding nicht zu haben. Hat aber trotzdem Vorteile. Man sieht dann zum Beispiel, ob man die neueste Version hat und kann zum Beispiel die auch updaten. Wenn wir Twinmotion starten, dann sehen wir neuerdings so einen Begrüßungsbildschirm, wo wir bestimmte Templates öffnen können und dann in denen arbeiten können. Ich schließe das Fenster einfach mal. Ich kann mich damit gerne beschäftigen. Ich kann diese Dinger runterladen zunächst einmal und dann kann ich sie öffnen. Aber das soll mich jetzt mal nicht interessieren. Ich schließe das Fenster mal und schaue mir mal an, was ich jetzt habe. Ich habe hier so eine Startszene. Diese Startszene ist zunächst mal irgendwie so ein Boden und da hinten sehe ich so eine Landschaft und dann gibt es hier vorne so ein Podest mit so einer Kugel drauf. Vielleicht erstmal ganz kurz zur Navigation. Ich kann jetzt mit den Tasten WASD in dem Ding navigieren. Also wenn ich W drücke, fahre ich an das Ding ran mit meiner Kamera. Wenn ich A drücke, gehe ich ein bisschen nach links seitlich und mit D entsprechend zur rechten Seite und mit S gehe ich wieder raus. Wenn ich eine Zwei-Tasten-Maus habe, dann kann ich mit der rechten Maustaste mich umschauen, also meinen Kamerastandpunkt behalten und mich einfach umsehen. Ich kann das auch parallel machen mit diesen Tasten WASD. Und dann kann man sozusagen auf diese Weise auch ganz gut um das Ding herum navigieren. Wenn man schon Game-Erfahrung hat, ist das alles überhaupt kein Thema. Wenn man keine Game-Erfahrung hat, muss man es ein bisschen üben, so wie ich.
Und dann geht es. Man kann in dieser ersten Grundeinstellung auch mit den Tasten E und Q sich hoch und runter bewegen, mit Q nach oben. Ich benutze jetzt auch immer parallel meine rechte Maustaste, um so ein bisschen den Fokus hier zu behalten. Ich kann mit E auch wieder runtergehen. Ja, man kann das so tippweise machen oder länger gedrückt halten, dann geht es natürlich auch manchmal sehr schnell. Ich kann mit den Tasten 1, 2, 3, 4, 5 und 6 das Tempo bestimmen. Wenn ich jetzt auf 1 drücke und wieder loslasse, dann sehe ich, dass meine Bewegung jetzt extrem langsam ist, fast unmerklich. Wenn ich die Taste 6 mal drücke und die Taste S dann nehme, um da rauszukommen, dann bin ich auf einmal Kilometer weit weg. Also dieses Tempo kann man quasi aussuchen. Ich habe jetzt mal 4 gewählt. Man sieht schon, dass ich mich vorwärts bewege, aber nicht so schnell, wie ich möchte. Ich kann das jetzt noch schneller machen. Dann bin ich auch schneller dort. Ich kann dann wieder mit dem Druck auf 3 das Ganze wieder ein bisschen langsamer und vorsichtiger gestalten. Also WASD und die rechte Maustaste drücken und dann die Maus ein bisschen bewegen. Und dann kann man eigentlich ganz gut schon mal klarkommen. Q, E, W. Und dann müsste das funktionieren. Ja, wenn ich die linke Maustaste drücke, dann kann ich mich auch drehen, allerdings anders. Also meine Kamera bewegt sich dann in so eine Art Drehbewegung um das Objekt drumherum. Muss man einfach intuitiv überlegen, was das Beste für einen ist. Ich kann hier auf dieses kleine Auge klicken und dann bekomme ich hier so ein Menü angezeigt. Wir sehen hier unten so ein kleines Icon für Navigation. Wenn man da draufklickt und sagt Show Navigation, dann kann ich hier das Ganze nochmal anschauen. Also links Orbit, rechts Look Around und in der Mitte Pan. Das funktioniert bei mir irgendwie nicht. WASD sind die Tasten, Q und E für hoch und runter und das für die Geschwindigkeit. Ich muss dazu sagen, ich benutze normalerweise überhaupt keine Maus. Ich benutze nur das Trackpad. Ich habe ein MacBook. Da ist das ja ein ziemlich gutes Teil so, aber jetzt hier bei Twinmotion greife ich doch auf meine 2-Tasten-Maus zurück, weil das einfach ein bisschen besser funktioniert, meiner Meinung nach. So, ich kann das Ganze auch wieder schließen, indem ich hier draufklicke und sage, bitte nicht mehr zeigen. Es gibt noch die Möglichkeit, unter Help nachzuschauen. Dort steht Shortcuts und da kann ich mir das nochmal anschauen auf Englisch, Deutsch und so weiter. Mache jetzt mal Englisch. Wenn ich das mache, bekomme ich ein PDF geöffnet in Acrobat. Dort sehe ich dann noch ein paar mehr Befehle, die ich vielleicht später dann auch noch brauche. Hier zunächst nochmal die Navigationsbefehle und das ist das, was ich gerade auch schon vorgestellt habe. Hier sehen wir auch nochmal die Geschwindigkeiten und so weiter. Zurück in Twinmotion. Schauen wir mal, aus was diese Oberfläche jetzt besteht. Zunächst einmal muss ich mich entschuldigen für diese sehr große Auflösung. Twinmotion funktioniert nicht so gut, wenn ich eine kleinere Auflösung wähle. Deswegen ist das jetzt vielleicht alles ein bisschen klein. Man kann generell Twinmotion in den Vollbildmodus versetzen, indem ich hier drauf klicke. Dann aber zu den Paletten selber. Ich habe also hier links ganz grundsätzlich die Library. Das sind lauter Dinge, die ich als Assets, sogenannte Assets, benutzen kann, um sie in meine Szene reinzuziehen. Also ich kann zum Beispiel hier so einen Baum reinziehen. Ja. Und natürlich alles mögliche andere auch noch, was da ist. Ich schmeiße mal wieder raus. Und da kann man dann navigieren. Also Library ist der Oberbegriff. Und dann kann man hier nachschauen, was es dort für Unterkapitel gibt. Zum Beispiel Characters, Animated Humans. Und dann kann ich dort auswählen. Das zweite ist der Scene Graph. Dieses Ding hier rechts ist eine hierarchisch gegliederte Liste, die mir alle Elemente zeigt, die in meiner Szene drin sind. Also ich habe zum Beispiel hier eine Kugel, die heißt Sphere. Ich kann nicht zum Beispiel hier mit dem Auge ausklicken, dann ist sie nicht mehr zu sehen. Ich habe auf diesem Kreis hier, das kann man sehen, so eine Art Grafik. Die kann ich ausblenden, indem ich hier drauf klicke. Dann gibt es das Ding da, dann überhaupt das ganze Podest. Und dann zoome ich mal ein bisschen raus. Das ist jetzt in einem Ordner, der Starting Base heißt. Diese Ordner kann man beliebig anlegen. Das geht hier im Rechtsklickmenü, New Container. Ja, das ist so ein Ding hier, also Ordner eigentlich. Kann ich auch einklappen, sehr praktisch. So, also statt jetzt diese Dinge alle einzeln auszublenden, kann ich natürlich auch diesen ganzen Ordner ausblenden. Deswegen gibt es die Dinge auch. Wenn ich nochmal draufklicke, ist alles wieder da. Die Starting Landscape ist da hinten diese Landschaft. Jetzt ist die weg und der Starting Ground, also dieser Boden, ist auch ein Element. Und wenn ich das anklicke, dann ist es auch weg. Also so funktioniert der Scene Graph. Das ist zunächst mal super, weil wir da eine Übersicht haben über das, was bei uns hier los ist. Jetzt haben wir gerade gesehen, wenn ich auf Ambience klicke, dann bekomme ich sozusagen das Lichtsystem angezeigt. Das Lichtsystem ist in Twinmotion sehr umfassend. Wir haben also nicht nur die Möglichkeit, das Licht zu steuern, also die Helligkeit und die Farbigkeit, sondern wir können auch es regnen lassen und schneien lassen und so weiter. Ich zeige das vielleicht mal kurz. Wir sehen hier so eine Palette, die heißt Ambience. Die entspricht also dem da. Das sind die Einstellungen dafür. Wir sehen hier unten auch, dass hier Properties angeklickt ist. Das bedeutet, diese Palette sehe ich überhaupt. Wenn ich da draufklicke, ist sie auch wieder weg. Ich kann sie aber auch wieder anklicken. So, und jetzt kann man hier sehen, was man alles einstellen kann. Also ich bin jetzt hier beim Environment, der Umgebung. Hier sieht man schon Time of Day. Das kann ich also ändern. Ich mache es immer mal wieder rückgängig, damit wir wieder in die Voreinstellung kommen. Die Belichtung kann ich auch ändern.
Sollte klar sein, was damit gemeint ist. Dann haben wir hier Wetter. Ich sehe hier Sonne, Sonne und dazwischen Regen. Wenn ich das mal an diese Stelle schiebe, dann habe ich hier so Pfützen auf einmal. Und man sieht tatsächlich live Regen in dem Ganzen. Dann kann ich die Jahreszeit einstellen. Ich habe gerade Sommer. Wenn ich jetzt den Regler weiter nach hier ziehe, dann wird es irgendwann winterlich. Jetzt haben wir also Schnee. Das Ganze mit dem Wetter kombiniert führt dann dazu, dass es schneit. Okay, also das ist quasi auch was Teil dieses Ambience ist. Ich scroll mal hier weiter runter. Man kann die Nordrichtung einfach verschieben. Also die Richtung der Sonne. So, die weiteren Einstellungen will ich jetzt hier erstmal gar nicht weiter durchgehen. Ich wollte hier einen allgemeinen Überblick über das Programm geben. Also wie wir navigieren, haben wir gesehen. Was das für eine Palette ist, haben wir gesehen, was das für eine ist und was das hier auch ist. Wir können jetzt hier diverse Dinge dann jeweils einstellen. Also hier beim Zylinder und beim Pedestal gibt es nichts einzustellen. Was es allerdings noch gibt, ist hier ein kleines XYZ-Icon. Das kann man anklicken und dann sieht man zum Beispiel die Größe. Also zum Beispiel, wenn ich das mal hier runterziehe, sehe ich von diesem Podest hier angezeigt, dass es 6 Meter groß ist. Ich kann hier neue Werte eintragen und dann ändert sich das entsprechend. Man kann es auch skalieren, man kann es auch rotieren vor allen Dingen und die Position in allen drei Achsrichtungen verschieben. Diese Dinge haben keine eigenen Properties, deswegen kommt hier auch nichts. Wenn wir dann zum Beispiel einen Baum haben, dann sieht die Sache ein bisschen anders aus. Wenn ich zum Beispiel mal diesen Weinmaple da reinhole, dann ist es so, ne? Also da haben wir jetzt hier den Weinmaple und jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen, der soll Autumn zeigen, also dann kriegt er so eine Herbstfärbung oder Winter, dann ist gar nichts da. Also das hängt dann immer von den Objekten ab, was die für Parameter haben, die man dann hier ändern kann. Das muss man verstehen, die Beziehung zwischen Scene Graph und diesem Properties Panel hier. Dann schalte ich das XYZ mal wieder aus. Die Library haben wir gehabt. Hier oben gibt es ein paar ganz einfache Befehle zum Verschieben, Drehen und Skalieren. Ich kann aber auch einfach auf so ein Element draufklicken und dann sehe ich hier so ein Teil, wo wir quasi Achsen sehen und so Drehradien. Ich kann dann da zum Beispiel draufklicken und das dann in der Höhe verschieben. Ich kann es aber auch drehen. Ich gehe da mal ein bisschen näher ran. Da kann man so einen Ring hier anfassen und dann kann man es daran auch drehen. Ja, also so ist es gedacht. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit dem XYZ-Panel. Hier unten haben wir 5 Buttons, die sozusagen den 5 Stadien oder Schritten im Workflow entsprechen. Also wir haben hier einen Import-Button. Wenn ich da draufklicke, dann darf ich über diesen Plus-Button ein Modell importieren. Wir werden später noch sehen, wie das funktioniert, wenn wir in Archicad zum Beispiel ein Modell gebaut haben und das in Twinmotion sehen wollen. Wir können dann in einem nächsten Schritt dieses Ding mit Materialien versehen. Da steht jetzt auf einmal Material. Wir können jetzt hier auf das Pluszeichen klicken und ein eigenes neues Material entwerfen. Das machen wir dann hier. Wir können auf Populate klicken und das Material mal abklicken auf Populate. Dann sehen wir hier auf einmal rechts eine Palette erscheinen, wo Foliage, Paths und Urban steht. Wenn man da mal draufklickt, kann man hier ein Modell hinzufügen. Das kann man hier tatsächlich in diesem Fenster auswählen. Das ist unglaublich klein. Man kann aber nach Orten suchen und dann hat man dort ein Umgebungsmodell, was dann hier in diese Datei importiert wird. Das ist eigentlich genial. Es ist bloß ein sehr kleines Interface. Wir können Pfade zeichnen für Menschen, Fahrräder, Autos und alles mögliche andere. Ein super aufregendes Feature, wo wir dann Menschen eine bestimmte Strecke entlang gehen lassen können. Foliage ist einfach Bäume oder irgendwelches anderes Zeug, was wir in der Szene verteilen wollen. Demonstriere das mal vielleicht ganz kurz. Ich will mal was verteilen, Scatter. Jetzt kann man hier Dinge reinziehen, die man verteilen möchte. Ich gehe mal auf Vegetation, Gebüsche, ja, oder Gras. Das kann man hier reinziehen. Und dann kann man noch anderes da reinziehen. Dann noch ein bisschen Buschwerk. Bushbase 1, Bushbase 2. Nehmen wir mal den da. Das lassen wir mal so. Und dann möchte ich das gerne verteilen. Dazu muss ich die jetzt alle auswählen. Und dann habe ich hier das Scatter Tool. Und dann kann ich hier mit gedrückter Maustaste so rummalen. Und dann werden mir diese Dinge hier verteilt. Wenn ich die Escape-Taste drücke, bin ich da wieder draußen. Ich kann dann einfach wieder mich ganz normal durch die Szene durchnavigieren. Wir sehen dann, dass wir hier ein neues Element in unserem Scene Graph haben. Da kann ich auf das Auge klicken und dann ist es auch wieder weg. Ich kann jetzt nochmal Populate klicken und Paint benutzen. Auch hier muss ich Sachen erstmal einladen, die ich dann malen möchte. Dann nehmen wir jetzt mal Bäume. Nehmen wir mal eine Pappel und ziehen die da rein. So. Und jetzt kann ich hier mit diesem grünen Dingsbums, kann ich jetzt malen. Und dann bekomme ich hier solche Bäume reingemalt. Das muss man so ein bisschen ausprobieren, wie das funktioniert. Man kann den Radius auch größer machen. Und
Da hat man also relativ schnell da so einen ganzen Wald erzeugt. Wenn ich jetzt die Escape-Taste drücke, bin ich aus dem Ganzen wieder draußen. Vierter Schritt, Media. Hier an der Stelle erzeugen wir Bilder, Animationen, Panoramen, eine Präsentation. Das ist eine Standalone-Twinmotion-Datei, die es dem Client erlaubt, durch ein virtuelles Modell durchzulaufen, ohne dass er selber Twinmotion installiert hat. Und wir können auch ein sogenanntes Phasing-Modell oder eine Phasing-Animation erzeugen, wo wir Bauabschnitte oder Entwicklungsabschnitte eines Projekts animieren können. Also man kann jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte das gerne als Bild und dann klickt man hier auf das Pluszeichen drauf und dann hätte man sein erstes Bild kreiert. Dieses erste Bild wäre dann etwas, was wir im Exportbereich, das wäre dann die letzte Station, exportieren können. Also entweder auf die lokale Maschine oder in die Cloud. Und dann muss man das nochmal alles einrichten, wie man das exportiert haben möchte, in welcher Größe und in welcher Qualität. Ich würde euch empfehlen, einfach mal bis zu diesem Zeitpunkt rumprobieren in Twinmotion, ohne dass ihr schon ein konkretes Modell habt, einfach um spielerisch herauszufinden, was alles geht. Also zum Beispiel in der Library gibt es auch Characters, die animated sind. Und das ist schon ziemlich cool. Man kann da so Leute reinziehen, die dann da so stehen und irgendwas machen. Also zum Beispiel sie hier kann man dann in Variation ändern, also ob sie spricht, ob sie nichts tut, in dem Fall telefoniert sie, ob sie sitzt. Dazu müsste man dann natürlich auch ein Sitzmöbel dann haben entsprechend, auf dem sie dann vielleicht sinnvollerweise sitzt. Man kann sie tanzen lassen, sie kann laufen. Das ist dann die Pose, die man zum Beispiel auf diesem Paths hätte, die man hätte zeichnen können, was ich eben gezeigt habe. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie sie läuft, ob sie eine Tasche hat dabei, ob sie dabei telefoniert und so weiter. So, jetzt lasse ich es erstmal dabei. Twinmotion, so geht das Ganze. Wir können die Datei auch sichern, ganz normal, save. Ja, es gibt ein eigenes Twinmotion-Dateiformat. So, und jetzt möchte ich nochmal was anderes zeigen, und zwar die Demoscene Lakehouse Retreat. Einfach, dass ihr nochmal wisst, es gibt zwei Demoszenen, die also wirklich ausgebaut sind. Die eine ist ein bisschen seltsam, das ist die hier. Die andere ist Lakehouse Retreat, vielleicht für Architektinnen und Architekten besser geeignet. Dazu muss ich diese Datei schließen. In Twinmotion kann man nur eine Datei offen haben. Ich stelle mal kurz den Vollbildmodus an. Ich denke, das ist eine Datei, in der man besonders gut das Navigieren nochmal üben kann. Bei mir ist es jetzt im Moment ein bisschen ruckelig. Vielleicht an der Stelle nochmal ganz wichtig, wenn ich jetzt mich auf das Haus zubewege, kann ich durch Wände durchlaufen. Es sei denn, man drückt die Taste M, dann bin ich im sogenannten Pedestrian Mode. Der Pedestrian Mode, der Fußgängermodus, bedeutet, dass ich eine feste Augenhöhe habe. Diese feste Augenhöhe kann ich nicht verlassen. Allerdings laufe ich sozusagen immer auf dem jeweils nächsten Untergrund, also zum Beispiel hier auf dem Boden. Das Ganze ist sehr ruckelig. Geh mal kurz in meine Einstellungen, Edit Preferences. Dort gehe ich zu Quality und bei Quality habe ich eingestellt Custom. Ich gehe mal auf Auto. Offensichtlich ist mein Computer nicht gut genug, um diese Sachen flüssig darzustellen. Wir sehen hier unten auch Stats, da kommen wir gleich dazu. Ich gehe jetzt mal auf Medium und sage okay. Jetzt kann ich mich schon ein bisschen flüssiger hier bewegen. Man sieht hier unten die Statistik. Dort bekommt man die Frames per Second angezeigt. Je mehr dort angezeigt wird, je höher der Wert ist, desto flüssiger läuft meine Animation. Jetzt kommt es natürlich immer darauf an, was ich will. Will ich ein Rendering, ein Still oder will ich später eine Animation haben oder eine Datei, in der ich herumlaufen kann? Je nachdem muss man dann diese Einstellungen hier auch vornehmen, die ich gerade gezeigt habe, unter Edit Preferences. Für ein Rendering kann ich die Einstellung dann auf maximal stellen, sobald ich einen bestimmten Blickwinkel gefunden habe. Wenn ich aber wirklich navigieren will und das soll flüssig laufen, dann muss ich das so wählen, dass hier idealerweise mindestens 30 steht. Also das ist jetzt im grünen Bereich, das ist in Ordnung, aber eben war es halt schlechter. Ich gehe nochmal ganz kurz zurück und ändere das nochmal auf Auto, wo ich also angeblich mir mehr leisten kann. Und da sehe ich schon, das ist jetzt hier nur noch grau. Jetzt ist da auch noch die Frames per Second auf 7 gestellt. Also das müsst ihr gleich am Anfang wissen, sonst ärgert ihr euch, dass ihr da nicht so gut euch bewegen könnt. Ich gehe nochmal daher, stelle es wieder zurück auf Quality Medium. So, und dann kann ich mich hier erstmal so ein bisschen bewegen und das Ganze mal versuchen zu verstehen, wie das funktioniert. Wenn ich mal auf die Tür zulaufe, dann seht ihr, dass die gleich aufgeht. So, das kann man in Twinmotion alles machen. Könnt ihr auch mit einem Archicad-Modell machen. Jetzt kann ich da drin rumlaufen. Die Tasten WASD, wie gesagt. Es gibt zwei verschiedene Bewegungsmuster in Twinmotion. Kann man wählen. Wenn ich hier auf dieses Auge klicke, sehe ich hier unten nochmal dieses Icon. Pedestrian Mode ist eingestellt. Das bedeutet, ich bin auf einer voreingestellten Aughöhe unterwegs. Ich laufe immer auf einem
auf dem nächsten horizontalen Untergrund herum, also auch zum Beispiel eine Treppe runter, und ich kann nicht durch geschlossene Wände oder Scheiben oder so durchlaufen. Wenn ich den Drone Mode einstelle, der hieß früher Fly Mode, dann kann ich durch alles durch, kann mich in beliebigen Höhen aufhalten und so weiter. Diese Tasten Q und E, die ich zum Hoch- und Runterfahren meiner Kamera benutze, funktionieren auch bloß in diesem Drone Mode. Man kann mit der Taste M hin und her schalten zwischen den beiden. Also man muss nicht immer hier draufklicken. Gut, sobald ich die Taste M drücke, ist das wieder aufgehoben. Ich kann jetzt einfach durch alles. Natürlich auch manchmal befreiend, dass man das machen kann. So, hier kann ich mich dann nochmal umschauen, kann mir alles anschauen. Also benutzt diese Szene, um erstmal klarzukommen, wie ihr da navigiert. Ihr könnt auch mal die andere Datei öffnen. So, ich habe jetzt die Szene geöffnet. Ich kann jetzt hier genauso mich bewegen wie eben auch, also WASD. Diese Szene ist nicht ganz so voll, deswegen geht es hier ein bisschen leichter. Wenn ich die Taste M drücke, dann bin ich wieder im Pedestrian Mode. Ich kann jetzt also hier zum Beispiel nicht einfach durchlaufen. Ja, das ist natürlich realistischer, sage ich mal. Jetzt kann man hier sich Sachen angucken. Also zum Beispiel hier dieser Vermesser. Den kann ich anklicken. Und dann kann ich hier sagen, wie der so aussieht. Okay, und dann fliegen da noch so ein paar Schmetterlinge durch die Gegend oder Vögel, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Und dann kann man mal so sehen, was das alles so für eine Rolle spielt. Geh mal hier hinten auf so eine Materialoberfläche. Jetzt kann man nochmal zu den Einstellungen gehen. Preferences, Quality. Ich habe jetzt hier High, ich stelle mal auf Ultra. Solange ich mich nicht bewege, ist das ja kein Thema. Da passiert eigentlich nicht viel, aber man sieht, wenn man das jetzt umgedreht macht, bei der Qualität, dass man zum Beispiel alles auf Low stellt. Dann sieht das Ganze so aus. Das ist schon ein Unterschied. Man kann jetzt hier deutlich schneller navigieren natürlich, einfach weil nicht so hochwertig gerendert wird. Okay, also ich denke mal, das ist alles Material, was man einfach mal austesten kann, spielerisch, ohne dass man schon ein eigenes Modell hat. Deswegen macht das bitte, lernt Twinmotion auf diese Weise erstmal kennen, damit ihr versteht, wie das alles funktioniert.